Immer wenn etwas schmerzhaft wird, immer wenn dich etwas herausfordert, musst du weitermachen. Ich fordere dich heraus, weiterzumachen, wenn es schmerzhaft wird. Ich fordere dich heraus. Nutz deinen Schmerz, um dich aufs nächste Level zu bringen. Nutz deinen Schmerz, um dich damit anzutreiben. Nutz deinen Schmerz, damit du stärker und besser wirst. Neige nicht dazu aufzugeben, wenn du durch Schmerz gehst. Neige dazu weiterzumachen. Nutz deinen Schmerz, damit du aufs nächste Level kommst. Nutz deinen Schmerz, um dich damit anzutreiben. Schmerz macht dich nicht schwächer, Schmerz macht dich stärker. Der Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Verlierer ist, der Gewinner macht trotz Schmerz und Niederschlägen weiter, bis er es schafft. Du musst starke Gründe haben, weiterzumachen, wenn es weh tut. Du musst starke Gründe haben, wenn du nicht mehr kannst. Du musst wissen, warum du das machst. Warum machst du das? Was ist dein Warum? Du wirst durch Schmerz, du wirst durch deine Herausforderung, deine beste Version. Gewinner gehen in eine weitere Runde, wenn sie nicht mehr können. Gewinner machen weiter, wenn sie nicht mehr können. Gewinner gehen ins nächste Level, wenn sie nicht mehr können. Denn dann fängt es erst an. Dann fängst du erst an zu wachsen. Dann fängst du erst an, deine beste Version zu werden. Dann fängt das Ganze überhaupt an, Form anzunehmen. Dann fängst du erst an, deine Träume und Ziele zu leben. Wenn du deinen Schmerz überkommst, wenn du durch diesen Schmerz gehst, wenn du durch deine Niederschläge lernst, dann wirst du es schaffen. Dann wirst du das kriegen, was du möchtest. Keine Sorge, du wirst nicht durch diesen Schmerz sterben. Du wirst durch diesen Schmerz besser und stärker werden. Du wirst durch diesen Schmerz deine beste Vision werden. Dieser Schmerz wird dich nicht schwächer machen, er wird dich stärker machen. Gewinner gewinnen, Verlierer verlieren.